Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die eure Nase aus der Schweiz und hier geht es um Parfums und Lifestyle. Tja, die mich ein bisschen verfolgen, ist schon ein Weilchen her, seit ich das letzte Video gepostet habe. Umso mehr bin ich froh, habe ich endlich wieder die Zeit gefunden, euch ein sehr spannendes Parfum vorzustellen. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem frischen, holzigen Parfüm, das immer geht und sehr speziell und einzigartig riecht, dann solltet ihr dranbleiben. Willkommen zurück, schön, dass ihr noch da seid. Ja, heute geht es um eine neue Perle in meiner Kollektion. Von vorne weg, ich werde vielleicht das eine oder andere erwähnen hier und ich bin weder bezahlt, noch wurde mir das Parfüm geschenkt, noch habe ich irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Vertriebspartnern oder was auch immer. Alles ist selbst gekauft, alles ist aus meiner eigenen Parfümsammlung und ich bin nicht gesponsert. Ihr dürft davon ausgehen, dass ich euch meine ehrliche Meinung mitteile. Aber nun, genug gequatscht. Schauen wir uns an, um welche Schönheit es geht. Coeptis von Nejma ist 2017 auf den Markt gekommen. Ihr habt in der Kopfnote Weihrauch, Zimt, Rosa Pfeffer und Bergamotte. Ihr habt im Herzen Jasmin Absolu, Veilchenblatt, Maiglöckchen und Sandelholz. Und in der Basis Benzoe, Patchouli, Vanille und Kokosmilch. Ich habe selbst von der Firma Nejma auch noch nicht sehr viel gehört. Aber hinter dieser Firma steht eine ganz spezielle Geschichte, warum es die Marke überhaupt auch gibt. Und zwar geht es hier um eine orientalische Legende, in dem es um eine Frau geht, die Nejma, und einen Royal Navy Offizier, die sich nach einigen Problemen mit der Familie, mit den Familien dann doch noch vermählt haben und zusammen 7 Töchter hatte. Und die Firma Nejma hat daraufhin 7 Düfte kreiert, die speziell für jede Tochter steht. Aber dann haben sie eben auch noch diese Schönheit hier kreiert. Und zwar zusammen mit einem französischen Rapper, dem Boba. Infos zu seinem Kanal oder zu einem Video, Musikvideo von ihm, werde ich euch unten gerne verlinken. Ich würde ja auf jeden Fall mal reinhören. Ist guter, solider französischer Rap. Nun, einige sind vielleicht jetzt schon ein bisschen abgeschreckt, weil sie gehört haben, ach ja, Zusammenarbeit mit Nejma. Dann habt ihr die Herznote mitgekriegt, ja, viele Blüten, also ja. Es ist ein floraler Duft. Aber, ich sehe schon die Gesichter, Männers, das ist in keinster Weise ein femininer Duft. Ja, wir haben sehr viele Blüten drin, aber das sind, der Charakter ist von diesen Blüten ist sehr männlich, sehr stark und einzigartig. Der Auftakt startet sehr frisch, fruchtig, ganz, mit einer ganz leichten Süße und ein bisschen Weihrauch. Also das Parfüm ist überhaupt nicht Gangster-Rap oder gar nicht. Das ist ein sehr solides Parfüm für einen gestandenen Mann. Und wirklich sehr wundervoll komponiert. Ihr habt immer diese Blüten. Aber diese Blüten sind nicht irgendwie feminin, floral, süßlich, Blumenbouquet-mäßig, sondern das sind alles sehr, sehr grüne, frische Blüten. Also ihr habt hier ein Parfüm, das eigentlich über die ganze Zeit aus sehr frisch, grün, holzig bleibt. Und ich sage euch, 12 Stunden im Minimum. Das Parfüm hält und hält und hält sich und behält immer diese wunderschöne Frische. Ausstrahlen
Projektion circa 4 bis 5 Stunden, kommt ein bisschen drauf an. Also ich war letztens in den Ferien, da sind wir geflogen und ich habe das morgen früh aufgetragen und ich konnte es, wir waren lange unterwegs und ich konnte es nach 12 Stunden immer noch riechen und es hat. Es kam auch immer wieder so ein kleiner Wiff hoch und die Reise im Flugzeug war wundervoll, weil ich, naja, neben mir saß einer, der hat anscheinend am Morgen noch den Resten vom Kebab von gestern Abend noch gegessen und tja, nebst dem sehr penetranten Zwiebelduft war ich sehr froh, hatte ich eine Maske auf und habe ich mich mit dem anparfümiert. Von dem her, er ist stark, er ist nicht zu stark, das heißt, ihr werdet niemanden irgendwie davon scheuchen. Und das Parfüm hält sehr gut und für einen frischen Duft finde ich das unglaublich, unglaublich geil. Tja, irgendwann später kommt dann in der Basis gegen den Schluss die Vanille und die Benzoe durch und vom Patchouli kommt dann eine kleine Rauchigkeit. Gegen den Schluss ist das Parfüm schon etwas hautnah, aber trotzdem, ihr könnt es immer noch wahrnehmen und die Leute rundherum können euch definitiv auch noch wahrnehmen. Von dem her, für mich ein absolut nices Parfüm. Und ich war erstaunt. Auf YouTube habe ich nicht sehr viel gefunden und auch auf parfum.de hat es nicht sehr viele Kommentare zu diesem Parfüm. Für mich ist das absolut underrated. Ich verstehe nicht, warum dieses Parfüm nicht bekannter ist. Ja, es wird ihm nachgesagt, es ist zu generisch, es ist zu simpel, es ist zu normal. Und da bin ich absolut nicht der Meinung. Ich habe mittlerweile wirklich schon sehr viele Parfüms von Designern und so weiter. Und ich finde, das Parfüm hat etwas Einzigartiges. Und das Parfüm ist deshalb so genial, weil es ein frisches Parfüm ist. Und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, wissen, frische Parfüms, die halten nicht sehr lange. Aber wenn es jemand schafft, dass ein frisches Parfüm lange hält, dann steckt da sehr, 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 sehr viel Handwerk dahinter. Und das ist hier definitiv der Fall. Und vergesst die Zusammenarbeit mit einem Rapper, mit Gangster Rap und so weiter und vergisst, dass es ein Nischenhaus ist, weil es kommt auch noch ein sehr, sehr cooler Fakt. Und zwar, die 100 ml kriegt ihr in Deutschland für 96 Euro. Und jetzt mal ehrlich, ein Duft in dieser Qualität und in dieser Einzigartigkeit für 96 Euro, meine, da bezahlt ihr für Armani, für Chanel und für Dior schon viel mehr. Und ihr habt nicht diese Qualität. Von dem her, ich möchte euch dieses Parfüm wirklich ans Herz legen. Und ach, ich muss mal. Ja, genial. Ja, am Anfang schon ein bisschen harsch, das muss ich sagen, aber ihr dürft einfach nicht übertreiben. Ich trage das Parfüm meistens hier und hier im Schlüsselbein auf, unterm T-Shirt und vielleicht noch eins hinter dem Nacken. Das ist aber wirklich, wirklich genug, glaubt mir. Weil sonst habt ihr es definitiv übertrieben. Ich bin kein CC-Sprayer, aber man kann es auch wirklich übertreiben mit Parfüm. Das sollte man hier nicht, weil ihr habt hier wirklich ein super starkes Parfüm. Und für die Schweizer Zuschauer, falls ihr euch für das Parfüm interessiert, es ist ein bisschen schwer, das Parfüm hier in der Schweiz zu kriegen. Ich weiß aber, dass die Firma Nejma Paris eine Zusammenarbeit hat mit Globus. Das heißt, wenn ihr vielleicht in größeren Globus-Stores mal schauen geht, könnt ihr das Parfüm vielleicht finden. Ich habe meins online bestellt auf uniqnew.net, da ich da auch ein Abo habe.
Und zusammen mit den Steuern und den Liefergebühren kam der Duft schon auf ca. 160 Schweizer Franken. Aber wenn ihr einen Chanel kauft, zum Beispiel das blöde Chanel, dann bezahlt ihr auch schon mindestens 150 Schweizer Franken. Und ihr habt hier bestimmt noch die bessere Qualität und noch die bessere Haltbarkeit vom blöde Chanel. Also trotzdem muss ich sagen, für mich hat es sich gelohnt, weil aus den 100 Millilitern kriegt ihr schon sehr viel raus, weil ihr braucht nicht viel. Nun, wie schon erwähnt, das Parfüm ist ein Allrounder. Das heißt, ihr könnt das Parfüm wirklich das ganze Jahr hindurch tragen und in jeder Situation. Zum Sport würde ich vielleicht ein Sprayer drauf tun, ins Büro, wie gesagt, 2-3. Wenn ihr fortgeht, ja, könnt ihr vielleicht noch 4 nehmen, aber passt auf, es ist schon. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Parfüm etwas näher bringen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einige Kommentare hinterlässt. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht, wenn ein neues Video rauskommt. Und dann bleibt mir nur zu sagen, nicht vergessen, immer geschmeidig bleiben. Ciao!